Was war das denn? Oh nee, tut er mir richtig leid. Is this for real? It flipped out. I didn't think she was that messed up. Nein. Ich will da gar nicht hingehen. Nein, bitte nicht. Bitte sag mir nicht, dass die jetzt da irgendwie sich was angetan hat. Und dass ich irgendwie daran schuld bin, weil ich ihr nicht geantwortet habe auf den Anruf. Bitte nicht. Who is that up there? Kate! No! Oh God! I have to do something to help her. She can't die. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was soll ich jetzt tun? Ich habe doch nur 3 Sekunden Zeit oder so. Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Aber was soll ich denn tun? Jetzt passiert, ist irgendwie die Zeit stehen geblieben. Keep going, Max. Jetzt geh schon. Can do it. Ey, cool, die kann sogar die Zeit anhalten. Wow, die Vögel. Das ist ja cool. Wie es aussieht. Wie der Regen sogar stehen geblieben ist. Das sieht voll schön aus. Aber was soll ich denn jetzt tun? Ich weiß es nicht. Was kann ich tun? Was soll ich tun? Was? Komme ich hier irgendwie rein? Kann ich da irgendwie hoch? Ah. Bitte, 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 bitte. Yes. Bitte spring nicht. Lass mich dich retten. Kleine Kate. Nicht zusammenbrechen. Oh. What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me! Not now. It won't work. I don't have any power. Now I have to do this by myself. Max, seriously, don't come near me. I will jump. Okay, okay. I'm right here. Kate, please. Oh, Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. Das wird sich zum Guten wenden. Du bist wichtig. Ich weiß nicht, das hier klingt irgendwie so floskelmäßig. Was ist das? You matter. And not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. You are such a liar. You wanted to help by ignoring my phone call? Oh nein, bitte nicht deswegen. Ich war bei Chloe, ja, na klar, wenn ich das jetzt sage, dann rastet die bestimmt völlig aus. Es war stumm geschaltet, dachte, es wäre Warren. Das ist ja genauso bescheuert. Es war stumm geschaltet. Ich weiß nicht, was war das? I swear, it was in silent mode, and I didn't see it. Or I totally would have answered. I needed you to answer, Max. Everybody thinks I'm a viral slut now. There is no everybody. There's only your friends and your family who love you. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. That's your story now. How can I trust you? What about this morning when I needed help? You told me to do nothing. Oh man, ey, schon wieder so ein Negativpunkt. Oh, scheiße. Echt blöde Entscheidungen getroffen.
Ich werde einen Beweis finden. Zu gefährlich für uns. Ich war mir unsicher. Ich brauche mehr Zeit. Was ist das? Kate, I'm gathering proof that Nathan Prescott drugged you. And you're not the only victim. So you have to help me take Nathan down. Nathan Prescott? That makes sense. He's a scumbag. You have proof now? Soon, then straight to the police. Think of it like we're cleansing Blackwell. You do have my back, Max. That's the first time I've felt hopeful in a week. Good. We all need to have each other's backs. So I want you to come with me now. Please, you don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Aber so weit kann ich nicht zurückspulen. Es gibt Millionen von Videos. Sei stark, jeder wird es vergessen. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, da muss ich einfach stark sein. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Nobody. Oh Mann, jetzt komm endlich runter von dieser Stufe, ey. Wie, hier rutscht noch aus. Brüder? Die hat sogar Brüder? Deine Schwestern? Da gar keine Brüder. Ich nehme jetzt mal die Schwestern. I saw that cute photo of you with your sisters in your room this morning. I can see how much your little sister loves you by her smile. That's Lynn. She's only 10. She does have the best smile ever. I would hate to see her sad. Komm schon, Süße. I'm sorry. Sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Now, I know today was difficult for everybody, but I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah. Real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen. As our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not, and that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through, but Kate has assisted you in class, so you should have known something was amiss. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Miss Caulfield, why exactly were you on the roof with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. Ich habe Superkräfte und bla bla bla. Nathan hat ihr Drogen gegeben, Jefferson hat sie zum Weinen gebracht, David hat sie tyrannisiert. Jetzt kann ich allem die Schuld zuschieben. Naja, dem Jefferson auf keinen Fall. David, ach, ich will eigentlich auch dem nicht. Ich glaube, der meint es gar nicht so, aber dieser Nathan. Aber ich bin auch nicht sicher, ob der die wirklich unter Drogen gesetzt hat. Das ist halt auch irgendwie blöd, ne?
Aber ja, ich nehme jetzt einfach das. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You're a liar. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Wait, Max. You told me that nothing happened yesterday. Are you just making things up? How can I trust you? You can't. She's smoking and selling dope, what? Not saving lives. No, I'm not. And that has nothing to do with Kate Marsh. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, I'm obliged to contact your parents and suspend you for a few days. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. All right, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me, but I think I can use my power again. Verdammte Scheiße. Das ist doch bescheuert jetzt, weil ich dem das damals nicht gesagt habe, bin ich jetzt die Blöde und weil der mich am Rauchen, so ein Arsch, der ist mir voll in den Rücken gefallen. Aber warum soll ich jetzt zurückspulen? Also ich wüsste gar nicht, soll ich jetzt jemand anders irgendwie... Ich spule einfach mal komplett bis zu diesem Ereignis dazu. Ach so, jetzt... Okay, jetzt muss ich erst was anderes sagen. Tja, David hat sie tyrannisiert? Puh, das auf jeden Fall. Und da weiß ich ja immer noch nicht wirklich genau, was da los ist. Jefferson hat sie zum Weinen gebracht. Oh nee, das finde ich irgendwie doof. Ich nehme jetzt das da. Mr. Madsen was bullying Kate. Oh, grow up. Excuse me, I was there. I saw you getting in her face. You have no idea what you saw. Kate Marsh was involved with a bad crowd. I was trying to find out who. Kate had a double life. I was super shocked when I found out. No, you were part of the crowd. And like I said, I personally saw David physically harass Kate Marsh. You lying little... Shh. Are you gonna take this junkie's word over your security officer? I know she smokes and deals marijuana. That has nothing to do with Kate. Max, I'm afraid this won't be solved here without proof and a thorough investigation. Now, if you have anything else to say... Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. Ich weiß nicht, kann ich jetzt endlich mal... Ach so, ach, jetzt kann ich auf einmal unterzeichnen. Konnte ich das vorher auch schon? Zurück... Oh, ich kann doch nochmal zurückspulen. Aber ob ich das vorher auch schon hätte unterzeichnen können? Ich weiß auch nicht so richtig, was ich hier lieber sagen will. Was jetzt die bessere Antwort ist. Sign this and you're done with this episode of Law and Order. Haben die das mit den Drogen und so, aber irgendwie haben die das ja überhaupt nicht geglaubt. Ach, keine Ahnung. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen.
ever. You reached out, she reached out, hugs, tears, applause, like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously, a human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one and a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I believe anything this week. Tja, das war dann wohl Episode 2. Oh, ich hab gedacht, die Credits kommen jetzt mal wieder rein. Ah, kommen sie. Da kommen sie reingeflogen, die Credits. Ich hab mich schon gerade gewundert. Oh Mann, das war jetzt vielleicht ein Ende, ey. Sowas habe ich echt nicht gerechnet. Vor allem, wo der da geschrien hat, der Zack ins Zimmer, dachte ich schon so, oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Sei jetzt bitte nicht, häng da nicht irgendwo oder habt ihr irgendwas angetan, was auch immer. So konnten wir es gerade noch mal retten mit unserer super Powerkraft als Everyday Hero.
Ich hätte gerne noch gewusst, was Chloe uns von der SMS geschickt hat, aber das können wir ja bestimmt noch in der nächsten Episode lesen. Victoria? Der scheint das jetzt auch ganz schön in die Substanz zu gehen. Die hat da gerade, glaube ich, geweint an ihrem Zimmer und der Nathan wollte sie irgendwie trösten. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber das war doch Absicht mit dem Video und die haben es doch mit Absicht gemacht. Dann brauchen sie doch jetzt nicht so tun, als wenn, ne? Als wenn die jetzt irgendwie die Opfer sind oder so. Das ist doch alles deren Schuld. Also, oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was alles passieren wird. Ach, das mit Foreign ist so. Das ist so ein süßes Pärchen. Obwohl ich glaube, ich auch weiß, dass diese Brooke auch auf uns steht. Deswegen behandelt die uns immer so schlecht. Weil die eifersüchtig ist. Denke ich zumindest. Und was stand da? Alyssa und Foreign. Wer ist Alyssa? Da muss ich nachher gleich mal googeln, wer Alyssa ist. Oh, vielleicht spoilere ich mich dann. Ich weiß nicht, ob Alyssa schon mal. Oder war das die, die wir jetzt schon zweimal gerettet haben? Einmal vor dem Football und einmal vor dem Klopapier? Ist das Alyssa? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber naja, ich lasse hier mal die Credits noch zu Ende fliegen und dann freue ich mich schon auf die nächste Episode. Vielleicht werde ich die auch gleich spielen, weil ich will wissen, was passiert und ich will endlich meinen Date mit Warren haben. Und dann ja, sehen wir uns in der nächsten Episode. Tschüss! Das ist mir gerade eingefallen, hier kommen noch diese Statistiken. Kann ich vielleicht doch die Credits mal überspringen? Irgendwie dauert mir das hier zu lange. Haha, ich wusste doch, dass die Statistiken hier noch kommen. Das interessiert mich natürlich noch sehr. Du hast Kate geraten, zur Polizei zu gehen? Tja, siehst du, das haben ganz viele so entschieden. Also war das doch gar nicht so eine schlechte Entscheidung, wenn alle das entschieden haben. Das klingt jetzt total mitläufermäßig. Du hast Kates Anruf entgegengenommen. Nein! Oh. Ja, das war echt scheiße von mir. Nein, beim nächsten Mal. Du hast versucht, Frank zu erschießen. Krass, das haben ja echt ganz schön viele gemacht. Ich habe jetzt echt gedacht, ich bin einer von, 10%, also von den 10% oder so, aber ja, das hat den meisten wohl irgendwie auch nicht gefallen, dass er die Waffe weggenommen hat. Weil dieser Frank, der ist irgendwie ein bisschen zwielichtig da. Ja, mit dem passiert noch irgendwas, habe ich das Gefühl zumindest. Du hast Kate das Leben gerettet. Du konntest Kate nicht retten? Was? Krass. Es hätte auch passieren können, dass man die nicht hätte retten können. Ach du Scheiße. Das ist ja heftig. Hä? Aber wenn Kate stirbt, dann ist das Spiel ja, dann ist ja komplett anders. Ich glaube, das muss ich echt zweimal durchspielen oder so. Also wenn sie stirbt, dann ist das doch alles nochmal ganz, 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 ganz anders. Krass. Ich habe Nathan beschuldigt, Mann, aber dann war das alles scheiße und dann musste ich ja den anderen beschuldigen. Ach, keine Ahnung, ich hätte es vielleicht nochmal rückgängig machen sollen, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, Pflanze gegossen, logisch. Alyssa? Ah, siehst du, Alyssa ist nämlich die, die ich vor dem Klopapier gerettet habe. Alyssa und Warren? Was? Warren gehört mir.
damit das mal klar ist. Natürlich den Blink weggewischt. Ich war nicht freundlich zu Taylor? Hä? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. War unfreundlich zu der? Keine Ahnung. Ich habe Warrens Einladung angenommen. Natürlich. Ich habe eine Nachricht geschrieben. Ach so, und das Ding da. Du hast die Gleise in Ruhe gelassen. Ich habe die Gleise manipuliert. Na, wie hätte man die denn sonst retten sollen? Wahrscheinlich mit... Da stand ja irgendwas mit hier. Du brauchst ein Werkzeug, aber das habe ich ja nicht gefunden. Und dann habe ich halt das gemacht. Ich weiß nicht, wie man das noch hätte lösen können, aber... Ich war froh, dass ich Chloe retten konnte. Also wenn Chloe gestorben wäre, das... Nee, das wäre gar nicht gegangen. Also, nee. Du hast Zugang zur Vortex-Club-Party bekommen? Wie hätte man die denn bekommen können? Indem man dann Nein gemacht hätte? Hä? Man sagt ja und man bekommt keine Einladung und man sagt nein und man bekommt eine? Irgendwie macht das keinen Sinn so richtig. Aber vielleicht hätte ich auch eine bekommen, wenn ich Victorias Bild nicht gepostet hätte. Ja, so viel dazu. Ah, weißt du was? Ist mir auch scheißegal, ob ich auf dieser blöden Vortex-Club-Party kommen darf. Wie auch immer, ich will lieber mit Warren ein paar Filme gucken. Okay. Was? Ich hab Warren... Hä? Ich hab Warren nicht geholfen? Wie ist denn das jetzt gemeint? Ich hab ihm doch geholfen. Oh Mann, ich wusste gar nicht, dass ich da noch irgendwas machen konnte. Scheiße, Mann. Verdammt. Ich hätte ihm so gern geholfen, aber ich glaube, da kamen ja keine Schmetterlinge geflogen, also keine Konsequenzen, Gott sei Dank. Ich glaube, das war's jetzt aber auch wirklich endgültig und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.